In diesem Video möchte ich euch alle funktionierenden Zombie-Glitches zeigen nach dem neuesten Update. Und wir fangen auch direkt mal an mit Glitch Nummer 1. Und zwar ist es der Glitch, wo ihr eure Punkteserien verdoppeln könnt, zum Beispiel euren Jugger. Hierzu braucht ihr natürlich den Jugger, den ihr verdoppeln wollt, und ihr braucht andere Punkteserien, die ihr dagegen eintauschen könnt. Hierfür bieten sich alle anderen Punkteserien an, bis auf das Geschütz. Also ihr könnt Clustermin nehmen, Prezis und Mörserschläge. Die kosten jeweils 2000 Punkte, also lohnt es sich, die gegen Juggers zu tauschen, die 10.000 kosten. Und jetzt müsst ihr die Punkteserie, die ihr eintauschen wollt, auf den Boden werfen. Hier die Clustermine. Und jetzt müsst ihr gleichzeitig die Taste drücken, wo ihr eure Punkteserie rausholt. Bei mir ist es 3. Und gleichzeitig noch die Taste, um die Punkteserie vom Boden auszurüsten. Bei mir ist es E. Also ich drücke ganz schnell 3 und E gleichzeitig. Dann seht ihr, mein Jugger liegt auf dem Boden, aber ich habe noch einen in der Hand und kann ihn dann werfen. Also die Taste, wo ihr eure Punkteserie rausholt, und die Taste, wo ihr die Punkteserie vom Boden ausrüstet, gleichzeitig drücken. So braucht ihr nur einen Jugger kaufen, weil die restlichen Punkteserien findet man auch öfters in Belohnungen oder in Kisten. Und ihr spart euch halt eine Menge Geld, ne? Wenn ihr dann zusätzlich nochmal 5 Clusterminen kaufen würdet, das wird dann total 10.000 Punkte ergeben. Und damit hättet ihr dann halt 5 neue Jugger. Wenn ihr die einzeln holen würdet, wäre das 50.000 Punkte, aber so zahlt ihr nur 10.000 dafür. Der nächste funktionierende Glitch ist der Fliegenglitch mit der Versenger. Die muss einmal gepunkt sein mindestens, und dann müsst ihr von irgendwo hohen abspringen. Dazu haltet ihr die Zielentaste gedrückt, bis ihr hochfliegt, und danach lasst ihr den Fallschirm los, haltet nochmal die Zielentaste bis 70% gedrückt, lässt los und danach haltet ihr sie wieder gedrückt und dann seid ihr schon höher in der Luft. Das könnt ihr dann die ganze Zeit machen, um ganz schnell über die ganze Map zu fliegen. Und wenn eure Munition leer gehen sollte, dann könnt ihr ja kurz euren Fallschirm aufmachen, eure Munition aufladen und das Ganze wiederholen. Immer bis 70% laden, loslassen, bis 70% laden und loslassen. So könnt ihr, wie gesagt, Leute, in einer Minute um die ganze Map fliegen. Der nächste Glitch ist ein Wall Breach. Und zwar könnt ihr an einer bestimmten Zone, es gibt auch mehrere Zonen hier auf der Map, aber ich zeige euch jetzt eine in der Zone 3. Hier habt ihr diese Tore. Und wenn ihr dann an diesen Toren steht, schaut dahin, lauft nach vorn und ladet eure Versenger. Und dann geht ihr hier durch die Wand, Leute. Wenn ihr dann hier drinnen seid, können euch die ganzen Zombies nicht hitten. Und ihr könnt auch hier wieder rausgehen. Ich würde natürlich erst die Zombies auf mich aufmerksam machen, sodass sie einen verfolgen. Und danach würde ich erst hier reingehen. Damit ihr hier wieder raus könnt, müsst ihr auf die Wand schauen, wo ihr reingekommen seid. Dagegen laufen, die Versenger laden und die schleudert euch wieder raus. Jetzt könnt ihr nämlich die ganzen Zombies auf euch aufmerksam machen und ganz schnell hier wieder reingehen in den Spot. Und in Ruhe zum Beispiel den Megascheusal töten. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr ein Kopfgeld annimmt und ein Megascheusal legen muss, der hier in der Nähe ist, dann könnt ihr den natürlich auch hier hinlocken und in aller Seelenruhe platt machen. Natürlich könnt ihr den Spot auch nutzen, um AFK zu gehen. Der nächste Glitch ist ein Zombie-Tarnungs-Glitch mit unendlich Zombies. Und zwar braucht ihr hierfür diesen Sporenauftrag in Zone 3, und wenn ihr diesen aktiviert, kommen die Sporen an diesen Ort. Und hier gibt es einen Spot, wo die Zombies sich vor euch versammeln, jedoch euch nicht angreifen können. Ich mache das dann immer so, dass ich erstmal 5 Sporen erledige und einen überlasse. Und bei der letzten Spore werfe ich einmal diesen Hammer da hier drauf, damit ich die Zombies trigger. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber ich mache das immer so. Danach geht ihr hier zum Kran und legt euch hin und schaut in diese Richtung. Falls ihr in die andere Richtung schaut, euch umdreht, dann werden die Zombies so ein bisschen wirsch sein. Die werden euch nicht mehr hinterherlaufen und sich nicht mehr versammeln. Also Leute, schaut am besten hier in diese Richtung und die ganzen Zombies werden sich vor euch versammeln. Dieser Glitch ist halt, wie gesagt, sehr gut, um Tarnungen freizuschalten. Könnt ihr ganz easy machen. Und hier könnt ihr sogar versuchen, die Visitenkarte freizuschalten, bei der ihr 250 Zombie-Kills machen müsst, ohne einmal getroffen zu werden. Und solange ihr die letzte Spore nicht zerstört, dann werden die Zombies auch durchgehend spawnen. Es kann natürlich mal sein, dass die Zombies kurzzeitig nicht zu euch kommen. Aber das liegt dann daran, dass andere Spieler hier in der Nähe sind in diesem Bereich und die Zombies dann den Spielern hinterherrennen. Aber wenn ihr alleine hier seid, dann seht ihr, die Zombies kommen immer wieder zu euch. Der nächste Glitch ist der Packerpunch Stufe 4 Glitch. Und zwar könnt ihr eure Wunderwaffen auf Packerpunch Stufe 4 verbessern. Die müssen aber in euren zweiten Waffenslot sein. Und ihr braucht für 10.000 Punkte einen Jugger. Nun wirft ihr euren Jugger, Leute, und droppt eure Waffen, nimmt den Juggernaut. Und jetzt müsst ihr abwarten, bis die Zeit vorbei ist. Dann seht ihr, ihr habt die Wunderwaffe in Grau. Und zusätzlich liegt noch die alte auf dem Boden. Quasi habt ihr sie verdoppelt und könnt sie einen Kollegen droppen.
Ihr braucht aber die graue Version und hier müsst ihr jetzt einmal ein goldenes Werkzeug draufpacken und Packer Punch Stufe 3 nochmal zusätzlich. Dann ist die Waffe auf jeden Fall viel, viel stärker, als hättet ihr sie viermal gepuncht. Und das klappt halt mit jeder Wunderwaffe. Und ich zeige euch jetzt mal, wie stark die VR11 auf Packer Punch Stufe 4 ist. Das ist wirklich unfassbar. Ich habe hier ein Bounty Mega Scheusal und für den brauche ich nur ganze 2 Schüsse. Für alle, die es nicht wissen, sobald ihr den Strahl abfeuert, könnt ihr auf seinen Kopf schießen und kurze Zeit danach leuchtet sein Kopf noch einmal. Dort schießt ihr auch nochmal rein und nach 2 Schüssen ist er down. Der nächste Glitch ist der Sturmrufer Glitch und zwar könnt ihr den instant töten und das so oft ihr wollt in einer Runde. Ihr braucht hierfür nur einen Wagen und etwas Geduld, da ihr das richtige Timing finden müsst, sodass es öfters hintereinander klappt. Denn ihr müsst jetzt in den Sturm fahren, so dass er auf euch aggressiv wird, also dass er euch beachtet. Aber trotzdem dürft ihr nicht zu nah an ihm sein, weil er sonst nicht aus dem Sturm kommt. Denn wir müssen den also auf uns aufmerksam machen und ganz schnell geradeaus weiterfahren. Und wenn ihr aus dem Sturm raus seid, fahrt noch ein Stück weiter, sodass ihr ein bisschen Abstand zum Sturm habt. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann folgt er euch. Der Sturmrufer kann außerhalb des Sturmes nur eine bestimmte Zeit überleben und wenn er zu weit vom Sturm weg ist, dann schafft er es nicht rechtzeitig zurück und er stirbt. Und gleichzeitig spawnt ein neuer Sturmrufer im Sturm und ihr könnt das Ganze wiederholen. Das Schwerste an diesem Glitch ist natürlich, den perfekten Abstand zu finden, so dass der Sturmrufer euch beachtet und noch genügend Distanz habt und ihr genügend Zeit habt, aus dem Sturm rauszufahren und weit wegzufahren, damit er euch auch folgt. Es kann auch sein, dass er euch nicht folgt oder nur bis zum Sturm folgt, dann wart ihr einfach viel zu nah an ihm dran und das ist halt das Schwierige, ne? Das perfekte Timing hier zu finden, wie weit man sich ihm nähern kann, sodass er aggressiv auf euch wird, aber ihr trotzdem nicht zu nah dran seid und rechtzeitig raus könnt. Ihr könnt auch Geld farmen, denn jedes Mal, wenn der Sturmrufer stirbt, droppt euch einen goldenen Schädel und den könnt ihr im Shop für 5000 Punkte verkaufen und außerdem droppt auch manchmal so Waffenkoffer, also Wunderwaffenkoffer. Die könnt ihr auch farmen, zum Beispiel wenn ihr jetzt einen neuen Grabstein anlegen wollt oder so. Und wenn ihr das perfekte Timing gefunden habt, um diesen Sturmrufer zu triggern, dann könnt ihr die rein theoretisch von Anfang bis zum Ende der Runde durchgehend den Sturmrufer töten, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Der nächste Glitch ist der schneller laufen Glitch. Wie ihr seht, bin ich hier in Windeseile unterwegs. Dieser Glitch ist aber eher zum Trollen, weil ihr mit diesem Glitch nichts machen könnt. Ihr könnt keine Aufträge annehmen, ihr könnt halt gar nicht interagieren. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist laufen. Und ich zeige euch jetzt, wie man in diesen Glitch reinkommt und wie man da wieder rauskommt. Ihr braucht als allererstes eine Waffe mit Akimbo-Aufsatz. Dabei spielt es auch gar keine Rolle, was für eine Waffe das ist. Hauptsache Akimbo. Danach müsst ihr so eine Drohne finden, die euch nach oben zieht. Und zwar ist das bei der Drohne so, dass wenn ihr damit interagiert, es euch nach oben zieht und dann in die Luft schleudert und ihr euren Fallschirm aufmachen könnt. Aber es gibt auch einen Trick, wie die Drohne euch nach unten zieht. Und ich zeige euch das jetzt. Ihr müsst damit interagieren, Leute. Oben macht ihr euren Fallschirm auf und dreht euch direkt wieder zur Drohne. Jetzt müsst ihr euren Fallschirm schließen und direkt mit der Drohne hier interagieren und ihr seht, die Drohne zieht euch nach unten. Und wenn ihr eure Akimbo-Waffen ausgerüstet habt, dann lauft ihr ab diesem Zeitpunkt super schnell. Ihr müsst aber auch aufpassen, dass wenn ihr irgendwo runterspringt, ist es so, als ob ihr in der Luft noch seid. Und es kann sein, dass ihr durch Falldamage stirbt. Aber schaut mal bitte, wie weit ich springe damit. Wie gesagt, ist dieser Glitch aber nur zum Trollen und bringt euch eigentlich nicht viel. Und wenn ihr ins Wasser springt, dann ist das aufgehoben, das mit dem schneller Laufen. Jedoch nicht der Rest, dass ihr mit nichts interagieren könnt. Und wie ihr seht, schwimmt ihr nicht, sondern lauft im Wasser. Damit ihr jetzt komplett hier rauskommt aus dem Glitch, müsst ihr einmal sterben und einmal komplett ausbluten. Wenn ihr einen Mate habt, dann sagt ihn, er soll euch hochholen. Oder falls ihr wie ich Solo spielt, bittet um Hilfe. Und es wird bestimmt einer kommen, denn die Community ist richtig korrekt und die meisten helfen einem. Der nächste Glitch ist der God-Mode-Glitch. Dafür braucht ihr nur einen Juggernaut-Killstreak. Den Jugger könnt ihr auch verdoppeln, Leute. Ihr müsst nur einmal für 10.000 kaufen. Dann könnt ihr auch Clustermine für 2.000 kaufen und jede Clustermine dann zu einem Jugger machen. Ich mache das jetzt mit einem Prezi, weil ich den gedroppt bekommen habe. Und zwar müsst ihr gleichzeitig die Taste, um den Jugger rauszuholen und den Prezi aufzuheben, gleichzeitig drücken. Wie ihr seht, droppt ihr dann den Jugger, aber ihr habt den Jugger trotzdem noch in der Hand. Dann könnt ihr einen werfen und den Jugger vom Boden wieder aufheben. Wenn euer Jugger dann da ist, dann legt euch neben ihn auf den Boden
Und jetzt müsst ihr als allererstes die Taste zum Aufmachen des Juggers drücken und danach ganz schnell losrennen. Dann seht ihr, Leute, wenn ihr das richtig gemacht habt, seid ihr in dieser Animation, ihr seid halb unterdämmt. Und hier müsst ihr aufpassen, sobald ihr irgendwo drüber klettert, dann seid ihr aus dem Glitch raus. Ich zeige euch das nochmal, Leute. Ihr legt euch neben die Kiste, haltet die Taste, um die Kiste aufzunehmen und direkt danach läuft ihr los. Dann habt ihr diese Animation. Jedoch seid ihr jetzt noch nicht im God-Mode. Ihr müsst erstmal warten, bis der Jugger-Timer abläuft. Und dann werdet ihr sehen, ihr seid immer noch unter der Map. Und hier müsst ihr jetzt rennen und einen Hechtsprung machen, damit ihr wieder hochkommt. Und jedes Mal, wenn ihr einen Hechtsprung gemacht habt, Leute, treffen euch die Zombies nicht. Jedoch gibt es hier auch noch so einige Sachen zu beachten und die zeige ich euch auch jetzt. Immer wenn ihr rumläuft, dann seid ihr für die Zombies wieder hitbar. Und wenn ihr wieder in den God-Mode wollt, müsst ihr einfach rennen und einen Hechtsprung machen. Und wenn ihr dann im Hechtsprung seid, Leute, kriegt ihr, wie ihr seht, wenn ihr nach oben guckt, Schaden. Aber wenn ihr komplett auf den Boden schaut, dann kriegt ihr die ganze Zeit kein Damage. Und es gibt noch einige Sachen, die in dem Glitch zu beachten sind. Und zwar könnt ihr trotzdem durch Projektile getroffen werden. Zum Beispiel durch Söldner. Der Mangler kann euch anschießen und der Mimik kann euch aus dem Glitch ziehen. Außerdem müsst ihr zu Fuß unterwegs sein oder ihr klettert einfach auf irgendeinen Wagen drauf, den jemand anderes fährt. Weil ihr dürft selber nicht schwimmen, ihr dürft keinen Wagen benutzen, ihr dürft die Zipline nicht benutzen und euer Fallschirm nicht aufmachen. Das heißt mit der Versenkung fliegen, weil ihr seid dann aus dem Glitch raus. Natürlich könnt ihr das machen und könnt euch direkt danach wieder einen Jugger kaufen und das ganze Prozedere wiederholen. Das geht natürlich auch. Der nächste Glitch ist der Grabstein-Glitch mit allen Details. Als allererstes müsst ihr in eurem Rucksack die ganzen Items tun, die ihr verdoppeln wollt, die hinterher in eurem Grabstein sein werden. Natürlich braucht ihr auch die Grabstein-Cola dafür. Die könnt ihr in-game kaufen oder wenn ihr sie herstellen könnt, so wie ich, dann nehmt sie einfach direkt mit ins Spiel. Wenn ihr dann alles vorbereitet habt, dann müsst ihr einfach ein Spiel suchen. Im Spiel müsst ihr euch dann einen Platz aussuchen, wo ihr euren Grabstein legen möchtet. Also der Ort, wo jedes Mal euer Grabstein spawnen wird. Ich entscheide mich hier immer für den Portal bei Akt 4. Und wenn ihr auch einen Ort gefunden habt, wo ihr euren Grabstein legen wollt, dann müsst ihr euch entweder selber töten mit einer Granate oder Molotow oder ihr lasst euch durch Zombies töten. Ich kriege hier mal weiter nach oben, weil wenn ich nächste Runde meinen Grabstein nehme und ich zu nah an den Zombies bin, bewerfen die mich und es kann auch mal sein, wenn da mehrere sind, dass die euch down machen. Als nächstes müsst ihr komplett ausbluten und wenn dann da steht Hilfe anfordern oder wenn ihr mit Kollegen drin seid und ihr denen zuschaut, müsst ihr einfach wie ich das Spiel verlassen. Nachdem ihr das Spiel verlassen habt, dann habt ihr jetzt unter Ausstattungen keinen Rucksack mehr, keine Plattenwest, ihr habt alles verloren, Leute. Und hier könnt ihr entweder, wenn ihr einen neuen Operator habt mit großem Rucksack, den nehmen oder ihr müsst euch halt nächste Runde einen neuen Rucksack kaufen. Wenn ihr dann eine neue Runde startet, dann seht ihr direkt schon von Anfang an, wenn ihr in die Map kommt, euren Grabstein. Also das Symbol wird euch direkt angezeigt und wenn wir dann die Karte öffnen, sehen wir, mein Grabstein ist dort, wo ich mich gerade getötet habe. Ihr müsst jetzt nun zu eurem Grabstein gehen und wichtig ist, ihr müsst den Grabstein jedes Mal komplett leeren, bevor ihr das Spiel verlässt. Also ich habe meinen Grabstein jetzt komplett geleert und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die Items mit rausnimmt und andere Exfil-Methoden. Und ich zeige euch jetzt alle davon. Die erste befindet sich direkt hier gegenüber von der Akt 4 Mission, dem Portal. Hier könnt ihr interagieren und danach müsst ihr auch die Taktikkarte und die Mission bestätigen. Jetzt habt ihr einen Countdown und die Konsolenspieler müssen, nachdem der Countdown abgelaufen ist, bei der Teleportationsanimation die Anwendung schließen. Also ihr geht, glaube ich, auf PlayStation-Taste und Anwendung schließen. Auf PC müsst ihr, sobald es jetzt schwarz wird, wie bei mir, Alt F4 drücken. Wenn ihr das Spiel dann erneut startet und in euren Rucksack geht, dann seht ihr, dass ihr die ganzen Items, die ihr aus eurem Grabstein genommen habt, bei euch alle im Rucksack drin habt. Und jetzt könnt ihr diese Sachen in euer Lager tun. Entweder drückt ihr auf Tauschen und tauscht es dann gegen Belohnungen oder gekaufte Sachen. Ich habe jetzt bei mir nichts da stehen, Leute. Aber wenn ihr da was habt, könnt ihr das dagegen eintauschen und danach das Item, was ihr eingetauscht habt, wieder in euren Rucksack tun. Und ihr könnt das dann die ganze Zeit wiederholen. Aber das mit dem Tauschen braucht ihr eigentlich nicht, wenn ihr das so gemacht habt wie ich mit einem Story-Exfil, so wie gerade. Dann könnt ihr die Sachen in der Regel einfach durch Nicht-Ausrüsten ins Lager tun. Dabei gibt es leider eine Begrenzung, die ändert sich von Spieler zu Spieler. Und zwar ist das zwischen 220 und 240 Items und irgendwann steht dann da, wenn du tauschen willst oder ins Lager tun willst, zerstören. Das heißt dann, dein Lager ist voll. Jetzt zeige ich euch nochmal die anderen Exfil-Methoden. Und zwar könnt ihr alle Story-Missionen nehmen. Das sind diese Exfils, die mit dem Stern sind und die bekommt ihr am Ende jedes Aktes. Diese erkennt man auch sehr gut daran, dass deren Rauch rot ist und nicht grün wie bei einem normalen Exfil. Wenn ihr dann an so einem Exfil seid, dann ruft den Helikopter
steigt ein und wenn er in die Luft fliegt, wird irgendwann kurz das Bildschirm schwarz. Und sobald euer Bildschirm dann schwarz wird, müsst ihr auf PC Alt F4 machen und auf der Konsole müsst ihr dann wieder die Anwendung schließen. Ich zeige euch das mal. Er geht hoch, fliegt nach vorne und jetzt in diesem Moment, wo es schwarz wird, macht ihr dann Alt F4 oder Anwendung schließen. Mit dieser Methode könnt ihr auch die ganzen Baupläne exfiltrieren, die habt ihr dann in eurem Rucksack. Jedoch könnt ihr die nicht ins Lager tun, aber wenn ihr die nächste Runde startet, bleiben die trotzdem in eurem Rucksack und ihr könnt die auch so jemanden droppen. Wenn ihr aber Baupläne habt, die ihr selber noch nicht freigeschaltet habt und die freischalten wollt oder zum Beispiel auf die Golden Enigma Tarnung geht, wo ihr 100 Kills machen müsst und erfolgreich exfiltrieren, aber euren Grabstein nicht verlieren wollt, dann müsst ihr zu einer ganz normalen Exfiltration gehen. Diese erkennt man daran, dass deren Rauch grün ist, nicht so wie bei den Story Exfils, da war sie ja rot. Dann ruft ihr wieder den Heli, Leute. Ihr steigt in den Heli ein und wartet, bis er hochfliegt. Jedoch könnt ihr bei dieser Methode keine Items rausnehmen, verdoppeln. Dies ist wirklich nur dafür da, um Baupläne freizuschalten und die Golden Enigma Tarnung. Sobald der Heli abgeflogen ist, müsst ihr gleich Alt F4 oder die Anwendung schließen drücken, sobald dieses Evakuierung geglückt dasteht. Also ich mache das immer kurz davor, ich zeige euch das jetzt. Kurz bevor Evakuierung geglückt steht, mache ich dann Alt F4 oder Dashboarde. Und dann ist in der nächsten Runde euer Grabstein da und ihr habt die Baupläne auch freigeschaltet, sodass ihr sie herstellen könnt. Oder die Golden Enigma Tarnung, wo ihr erfolgreich exfiltrieren müsst, ist auch freigeschaltet. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr in den Dunkeläther reingehen könnt und trotzdem in der nächsten Runde euren Grabstein habt, ohne ihn zu verlieren. Falls ihr einen aktiven Grabstein habt, dann müsst ihr diesen erstmal leeren und danach müsst ihr euch nochmal das Grabstein extra kaufen. Wenn euer Grabstein dann leer ist und ihr wieder einen Grabstein getrunken habt, dann müsst ihr euch nur noch einmal umbringen und danach müsst ihr einmal komplett ausbluten, Leute. Wenn ihr dann ausgeblutet seid, müsst ihr nur noch komplett wiederbelebt werden. Entweder macht das ein Kumpel, mit dem ihr in der Lobby seid, oder ihr schreibt in den Spielchat und irgendein Random belebt euch wieder. Ihr könnt das sogar mit eurem Kumpel machen, er muss halt das gleiche machen, ne? Sein Grabstein leer machen, Grabstein trinken, komplett ausbluten und danach holt ihr ihn wieder. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorbereiten, Perks zu kaufen. Wichtig ist aber, dass ihr jetzt keinen Grabstein-Perk mehr kauft, sonst klappt das Ganze nicht. Also Grabstein rauslassen. Wenn ihr euch dann bereit fühlt, dann könnt ihr in den Dunkeläther reingehen. Entweder macht ihr den Ältesten-Siegel oder ihr könnt auch die neue Akt 4-Mission reingehen. Das klappt auch, Leute. Wenn ihr das Siegel dann eingesetzt habt, dann müsst ihr auf der Karte einmal auf Ja stimmen und danach startet schon ein Countdown und ihr werdet in den Dunkeläther rein teleportiert. Ich habe hier den Ältesten-Siegel gemacht und hier habt ihr 15 Minuten Zeit, um 3 Aufgaben zu machen. Ich habe euch nochmal die Karte hier eingeblendet, wo ihr die 3 Missionen findet und die Exfiltrationspunkte. Hier könnt ihr jetzt entscheiden, Leute. Entweder macht ihr die Missionen, farmt hier ein bisschen oder ihr geht direkt zum Exfiltrationspunkt. Und zwar ist hier einer auf dem Dach. Ich nehme mal den oben, weil ich mit der Versenger hier reingehe. Dann kann ich da immer ruckzuck hochfliegen. Mit dem interagiert ihr dann und jetzt müsst ihr auch nicht mehr Dashboarden oder Alt F4 drücken. Ihr könnt einfach bis zum Schluss warten, bis da steht Evakuierung geglückt und jetzt könnt ihr die Party verlassen. Und wenn ihr dann wieder ins Spiel kommt, habt ihr euren Grabstein und all die Sachen, die ihr im Rucksack hattet, habt ihr dann auch noch da drinnen. Dann gibt es auch eine andere Methode und zwar, wenn ihr mal keine Zeit haben solltet, schnell weg müsst, spontan oder so, dann müsst ihr einfach euren Grabstein leer machen und ihr drückt auf Alt F4 oder Anwendung schließen, sobald euer Grabstein leer ist, dann behält ihr in der nächsten Runde auch den Grabstein. Das einzige, was ihr dabei verliert, ist euren großen Rucksack, eure Gasmaske und eure Dreierplattenweste und euren Killstreak, die ihr vielleicht dabei hattet. Wenn ihr jetzt von Anfang bis Ende zugehört habt, dann solltet ihr in Zukunft keine Probleme mehr haben mit dem Grabstein-Glitch. Mein Lieblings-Exfil ist der Akt 4 Missionsportal-Exfil. Wie gesagt, könnt ihr den einfach aktivieren, auch wenn ihr in der Story nicht so weit seid. Auf Mission bearbeiten, Akt 4, schlechtes Signal aktivieren. Auf Konsole müsst ihr dann dashboarden, sobald die Teleportationsanimation kommt. Und auf PC müsst ihr dann Alt F4 machen, sobald das Bildschirm schwarz wird. Und so klappt das zu 1.000.000%, falls ihr bei den anderen Exfils Probleme haben solltet. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls ich irgendwelche Glitches vergessen habe, die ich in dieses Video hätte packen können, dann sagt mir das auch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.